Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United. Zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht schon im Hintergrund, wir sind mal wieder bei den Squad Builder Challenges am Start. Und zwar gibt es heute eine neue Spieler des Jahres Challenge, und zwar zu der Alveskan Liga. Das ist glaube ich die schwedische Liga, müsste es sein. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Und ja, die haben irgendwie ihren Spieler des Jahres anscheinend bekannt gegeben. Und das ist der gute Johansson. Mit einem 80er Rating, normal ist er Silber, den habe ich sogar im Verein. Und an sich braucht man dafür ein Team, komplett bestehend aus Alveskan-Spielern, also 10 mindestens, und ein Inform. Neulich kam das Best-of-Pack-Opening hoch, da habe ich den Inform im Tor hier gezogen, Quentes oder sowas, Cifuentes. Da meinte Tim, behalte den doch, vielleicht brauchst du den irgendwann nochmal für eine Squad-Challenge. Und ja, ich würde sagen, hierfür ist er eigentlich perfekt, weil er ist Silber. Kostet normal unter 10k, braucht keine Sau. Vielleicht geht auch mittlerweile für Mindestpreis hier 5k oder so eine Scheiße. Easy geht er für 5k weg. Und deswegen, also, ja, kann ich den hierfür nehmen. Brauche ich eh nicht mehr, und deswegen, das ist interessant mit Johansson. Wie gesagt, by the way, den habe ich im Verein, kann ich ja mal hier auf die Bank hauen. Aber ich glaube nicht, dass, obwohl Alveskan-Spieler könnte ich gleich irgendwie mal verkaufen. Vor allem, ich habe noch einen Außenverteidiger, der geht dann bestimmt für 10k oder sowas weg. Kann ich ja nochmal gucken. Hier ist er, Alveskan. Ach, Alveskan. Johansson, ja, das ist seine eigentliche Karte, und dazu hat er in der Zeit ein 80er Rating und plus 6 Upgrade bekommen, ist denke ich mal angebracht, richtig geile Idee eigentlich von EA, jetzt immer so die Spieler des Jahres der jeweiligen kleinen Ligen mal reinzubringen, ist eine coole Sache, wie gesagt, finde ich in Ordnung. Und ja, im Hintergrund seht ihr das Team, man braucht eine 66er Bewertung, man braucht wie gesagt ein Team der Woche Spieler und 10 Alveskan Spieler, dann habe ich einfach mir den Typen ins Tor gestellt und darum ein Alveskan Team gebaut. Ihr braucht insgesamt eine 95 Chemie, also ja, keine Ahnung. Ich habe mir einfach irgendeinen scheiß Rechtsverteidiger gerade noch gekauft. Das war nämlich die einzige Position, die ich noch nicht hatte. Lorenzon für 250 Münzen. Dann hatte ich sonst alle im Verein. Habe die einfach random reingepackt. Ich denke, ihr seht, L musste ich reinpacken im Endeffekt für die Chemie. Ich wollte nämlich alle meine Bronzespieler hierfür verschicken. Teil war noch untradable und deswegen brauchte ich noch Rating. Und dann hat L das perfekt hochgepusht auf 66. Ist sich ausgegangen, einfach perfekt. Ja. Wie gesagt, man kann auch mehr Spieler out of position hinpacken, das ist scheißegal, weil man braucht nur eine 85er Chemie. Bei einem Team, was fast komplett aus einer Liga besteht, finde ich ein bisschen komisch, dass ihr das so mit reingenommen hat, aber ist deren Sache, würde ich sagen. Und ja, ohne jetzt noch weiter lang rumzulabern, wäre ein bisschen unnötig, schicken wir das einfach ab. Bekommen Alveskan Spieler des Jahres, ja, den Alveskan Spieler des Jahres, so rum. Und ja, das ist er hier, Johansson, 55 Pace, 70 Dribbling, 60 Schuss, 83 Defending, 73 Passen, 84 Physis. Nice Werte eigentlich, ist vielleicht nicht leicht zu verlinken, 1,84 auch nur groß, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber immerhin würde ich sagen, Leute. Und ja, das war's dann auch schon wieder von diesem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, lasst ein Like und einen Kommentar, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, bis dann, haut rein!